Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt es ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Ist immer was los. Heute ist ein Glückstag und wir können mit einer angenehmen Überraschung rechnen oder etwas gewinnen. Der König und die Königin, sie genießen ihre Liebe und ihre Zärtlichkeit. Die Königin hat eine Eingebung, sie ahnt etwas. Ich sehe das als Glück. Heute ist auch ein Glückstag. Aber sie ist unsicher, sie weiß nicht, was kommt. Der hübsche Prinz verspürt gerade seine Kraft und setzt etwas in Bewegung. Endlich bekommt die schöne Prinzessin die Bestätigung. Er zeigt nämlich sehr viel Leidenschaft. Aber sprechen über seinen Gefühlen, das kann er nicht. Die schöne Prinzessin soll das vertrauen. Es ist nicht ganz einfach, aber das gelingt. Sie soll nur zurückhaltend sein, auf ihre inneren Stimme hören. Und ihre inneren Stimme sagt, vertraue des Fluss des Lebens. Vertraue ihnen, vertraue auf diese Liebe. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe nach indischen Berechnung. Venus steht in einer Verbindung zum Sonne, mehr Klarheit in die Liebe. Diese Sonne-Venus-Konjunktion steht zum ein Trigon, zum ein rückläufigen Jupiter. Glück in die Liebe. Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe, das ist Feuerelement, und der hübsche Prinz zeigt Leidenschaft und setzt etwas in Bewegung, verspürt auch die Kraft. Aber sprechen kann er nicht über seinen Gefühlen, Merkur ist nämlich unaspektiert. Mond bildet sich einen sogenannten Quinkungsaspekt zum Uranus. Das heißt, die Königin ist unsicher, was kommt, welche Veränderungen werden kommen. Heute ist ein Glückstag und es kann auch ein Gewinn sein. Warum? Mond bewegt sich im Mondhaus Anuradha und das bedeutet ein Glücksfall. Die indischen Astrologen sagen, auf Elefanten reiten. Und Elefant ist ein Glückssymbol und symbolisiert auch Wohlstand. Außerdem, dieser Mondhaus wird von Akrab beeinflusst. Und das bedeutet, die heutige Mondbewegung in diesem Mondhaus Anuradha hat einen Einfluss von Stern Akrab. Dieser Stern Akrab befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion überhalb von Auge. Die indischen Astrologen sagen, das ist die dritte Auge und hat mit Hellsichtigkeit, mit Spiritualität was zu tun. Das heißt, die Königin ahnt etwas voraus. Und das war die Information zu meinem Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.